Meine Fresse, Bruder. Und heiß ist es. Moin Leute, ich bin noch, es hat alles länger gedauert heute. Ich wollte aber wenigstens online kommen und sagen, was los ist. Normalerweise sollte das schneller gehen. Ich bin auf einem Fotojob. Scheiße, ich muss mal eben gucken, ob ich die Kamera ausgemacht habe. Alles aus. Puh. Das sollte eigentlich eine Dreiviertelstunde dauern und ich bin immer noch hier. Naja. Ich muss mal eben gucken, wo der Kacksee ist. Wo ich hier draußen schon mal bin. Der Kacksee. Wo ist denn der Kacksee? Westerwil. Also nach Osten. Ach, scheiß drauf. Wie gesagt, ich kann heute leider nicht. Ich kann euch zwar kurz irgendwie rausballern, was ich von... Nö, eigentlich auch wieder nicht. Glück auf, Dosensound heute wieder. Wieso Dosensound? Ach so, scheiße. So besser? So. Ja, jetzt müsste es besser sein. Also ich nehme euch gerne mit, wenn ihr wollt. Ich muss jetzt tanken und dann wieder nach Hause fahren, nachdem ich hier den ganzen Ramsch gemacht habe. Warte mal, wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Hallo? Where to? Adresse? West 5th. Avenue. Alter. Da, so, Polter nun offiziell Schalke. Ja. Polter die Polter. W5T. Ey. Da, West 5th Avenue. So, jetzt, wie gesagt, ich mache das bloß sehr ungern, während ich fahre. Aber, naja. Ja, sorry, ich dachte, das würde echt um einiges schneller gehen.
Leo, Schalke. Please drive to highlighted road. I am driving to highlighted road, you dumb cunt. In one quarter mile, turn right on Park Road. Schalke. Ja, grüß Sie. Na, was war das? Bremerhaven? Ich kann es nicht so genau sehen. Hier, ich zeige euch mal die Gegend. Das ist doch echt spannender als mein dummes Gesicht. Das ist Westerville. Das ist also eine schöne Gegend hier außerhalb von Columbus. Zwischen zwei Stauseen gelegen, Alum Creek und Hoover Dam. Was ich von Polter halten soll, weiß ich nicht. Die werden sich schon ihre richtigen Gedanken zu dem gemacht haben. Sieht aber schön aus. Ja, ist auch schön. Ist jetzt nicht eine superreiche Gegend, aber ist eine gesunde Gegend. Die superreichen Gegenden sind auch irgendwie scheiße. Da habe ich auch keinen Bock zu wohnen. Aber hier ist nett. Turn left on Building School Road. Darf man am Steuer rauchen? Bei den bekloppten Gesetzen, die es hier gibt, ist das gar nicht mal so abwegig, die Frage. Die Landschaft hat was. Ja, Ronja. Und ihr habt euren Typen zurück. Wo genau, in welchem Bundesstaat ist das? Ohio. Ja, bestimmt auch gut Briefkästen alle umfahren. Kann man, ja. Warum sollte man das? Turn right on Park Road. In 1.5 miles, turn left on Flint Road. Ja, mache ich, Madame. Fenster auf, ne? Mal ein Fenster auf. Weil man es könnte. Okay. Warum sind Sie zu schnell gefahren? Weil ich es kann. Sind die Abrollgeräusche real auch so laut? Ja. Ich habe relativ grobe Bereifung. Sankes. Mega schöne Gegend. USA, das schönste Land, das es gibt. Europa hat auch mega viele schöne Klamotten. Wenn man jetzt mal die Größe von den USA nimmt zumindest und dann ganz Europa bereit, obwohl es gibt hier schon coole Sachen, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Wie ist das Wetter im Durchschnitt in Ohio? Eigentlich, man könnte fast sagen, wie in Deutschland, nur im Winter kälter und im Sommer heißer. Obwohl, ihr habt es ja im Augenblick extrem heiß, ne? Bei uns ist Pause heute, nur um die 30 Grad später und dann morgen geht es dann wieder 33, 34, 35, geht es dann wieder ab. Fahr doch mal ran da an die Ampel, bitte. Wie gesagt, ich kann nicht alles beachten. Wo soll ich denn hin? Colorado, Utah und so, das ist natürlich auch, das ist ein Hammer-Bundesstaat. Das ist natürlich richtig geil da. Das Kopf war stark, hat eine gute Dynamik. In one quarter mile, turn left on Flint Road. Turn what? What? Achso. Da ist ein Müllwagen vor mir. Holter die Polter, Holsteiner Klappe. Moin. Grüß dich. Polter. Die Polter. Turn left on Flint Road. I'm turning left on Flint Road.
will mal Italien Urlaub machen, dann lasse ich mir die Sonne um den Kopf scheinen und natürlich Pizza, Pasta, Lasagne, alles, was ich. Ja, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. In Italien war ich leider noch nie. In 1/2 mile, turn left on North High Street. Das möchte ich nicht. Entering Corporation, das heißt 35 Meilen darf man fahren. Obwohl, das Ding sagt mir hier 40. Ich glaube, der komische Navi ist seit 2 Jahren nicht mehr upgedatet worden. Kai Pflaume. Ehrenpflaume. Ich dachte mal, Ehrenpflaume wäre. Turn left on North High Street. Ehrenpflaume wäre eine Nutte, die nicht allzu viel berechnet. Oh nee, die macht so zum Spaß seiner Freude. Das ist eine Ehrenpflaume. Unglaublich, was der hier sagt, der Typ. Da sollte man gleich mal das Jugendamt einschalten. In 1/2 mile, take exit 23B, on right, to I-270 west. Ach nö, Mäusken, ich bleib mal einfach, ich fahr hier einfach geradeaus, fertig. Moin Peter, Zimmermann, Herr Zimmermann. Stopp. Magst du die Pflaume nicht? Das kann ich jetzt nicht sagen. Also die Älteren unter uns, wir kennen ihn halt noch als so, hier, war das nicht nur die Liebe zählt oder irgend so ein Scheiß? So Deutschlands liebster Schwiegersohn. Ist halt schon ein bisschen schleimig so. Aber naja. Was war das denn? Der mit seiner komischen Karre. East to 70 only. Fahre ich halt hier hin. Hätte ich doch gerade ausfahren können. Wilson Bridge Road. Jetzt muss ich mal doch eben hier. Wieso ist das denn so dunkel? Schalke, das sind keine Pflaumen, das sind Zwetschgen. Ihr Deutschen lernt es nie. Zwetschgenkuchen. Ja, Zwetschgen kenne ich, ich kenne beides. Ich dachte aber, es sind zwei verschiedene Dinge. Sind Zwetschgen nicht größer als Pflaumen? Aber wir können ja auch über Fußball reden. Fußball ist cool, oder? Oh, BP. Ich glaube, da fahre ich tanken. Bippe. Bippe. Ich brauche etwas Sprit, sonst komme ich nicht mehr mit. Wilson Bridge Road. Ist der Empfang gut eigentlich? Das würde ja mal wieder beweisen. Alle Stadtteile mit Geld haben astrein Internet. Nur die ärmeren Gebiete, die sind scheiße. Die haben Kackendreck. Glück auf, Andreas. Ja, sag mal, Datteln. Datteln. Lecker, lecker Datteln. Zwetschgen sind klein und oval und die Pflaumen sind größer und rund, nicht ein und dasselbe. Danke, Mo, für die Aufklärung. So, pass auf, ich lasse euch hier, ich lasse den Stream laufen. Ich tank dann eben. Ich bin auch schon zerflossen in Wien.
Wie kam denn nicht nur dahin? Irgendwann schreibe ich mal ein Schlagerlied. Das wird so übel sein, dass alle Menschen brechen müssen. Alle Menschen müssen brechen. Ranstl wird auch gehen. Oh, unser Reini? Das ist aber gemein. Der liebt doch Jesus und so. Den müssen wir doch behalten. Dann haben wir einen guten Draht nach oben. So, bin gleich wieder da. Es fährt der Zug noch nirgendwo und ich sitz da auf dem Klo. Servus! Ich dachte schon, Andreas findet sein Auto nicht mehr. Ja sicher, lass die Karre in Ruhe. Warum? So, hab mir einen Rainer Winkler Gedächtnistrunk geholt. Monster, allerdings Kaffee. Nee, leider wird der in Gelsen sehr gebraucht. Wer? Rüdiger Abramczyk? So. Jetzt. Bordcomputer wieder auf Null. Wunderbar. Menü.
Also 300 Meilen sollte. Okay. Ein Timer. Wieso habe ich denn hier einen Timer? Was ein Schwachsinn. Unit Arrest System, okay, Personal. Oh, das ist aber Sodom. Das ist gefährlich. Da kriege ich Ärger mit dem Stream. Audio? Wo gehe ich denn hier hin? Das Auto ist neu. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Media. Gehen wir auf Disc. Das ist eine Band von einem Kumpel von mir. Da kann man das machen. Also wenn man überhaupt Musik will. Oder wir machen gar keine Musik. Ist ja auch egal. So, dann soll ich die Kamera wieder rumschwenken, damit ihr Amerika sehen könnt? America, yeah. Wir sind zum Kacken zu doof. Scheiße, wo ist denn meine andere Brille? Oh Mann. Ja, Amerika, okay. Ist ab Ford Ranger. Nee? So. 297 Meilen. Naja. Tire, Vehicle, Units. Mann, ey, mach doch mal keinen Kack da. So. Ja, los geht's. Brumm, 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 brumm. Also, wir sind in einem Stadtteil von Columbus, Ohio. Hier ist das jetzt noch Worthington. Wir waren in Westerville, eine Gegend mit guten Schulen und gutem Geld. Worthington hier ganz genauso, aber eben etwas näher an der Stadt. Und wir fahren jetzt etwas näher in die Scheiße rein. Servus. 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 JSU. Was will er uns damit sagen? Also ich habe diesen Polter natürlich nicht beobachtet. Ich beobachte gar nichts außer Schalke. Vielleicht sollte ich das, aber ich habe da eigentlich auch gar keinen Bock zu. Von daher sage ich erst was über Polter, wenn ich gesehen habe, was er leistet. Ja. Ist versprechend. Vielversprechend eventuell. Wie alt ist er? 30, ne? Endlich ist der Lambo da. Jawohl. Nein, ist kein Lambo. Würde ich mir auch nicht kaufen. Also wenn ich 300.000 oder was ich, oder den schönen, den großen, nicht so diesen Monte Billig Lambo. das wären $800.000, so wie ich ihn gesehen habe. Das Geld würde ich nicht für ein Auto ausgeben. Es fährt ein Zug nirgendwo. Aber in der Gegend darf man auch seinen Einkauf nicht vergessen. Hier? Hier klaut keiner. Worthington ist gute Gegend. Irgendwann zeige ich euch mal Bexley, das ist eine richtig gute Gegend. Fresh Thyme Farmers Market. Da kommen dann die Hipster hin und bezahlen $7 für eine Knolle Knoblauch. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Vielleicht sollte ich Knoblauch anbauen. Aber dann kriege ich vielleicht Ärger mit der chinesischen Mafia. Die Knoblauch-Mafia.
So, das ist jetzt praktisch Downtown Worthington, ne? Der Name schon alleine, Worthington. Das Griswold Center. Schalke! Wir sind wieder da! Ach ja, und es ist Pride-Woche, deswegen sind die ganzen schwulen Farben hier. Also Regenbogenfarben. Wie teuer ist Tanken bei euch mittlerweile? Ich habe jetzt bezahlt 4,70 Dollar pro für 3,8 Liter. Also weiß ich nicht. Ein Euro. Warte mal. Kommt dort hinten, $1.10 für einen Liter. Matthias, grüß dich. Oh oh. Ich muss meinen Dingsbums laden. Meine E-Zigarette. Rüdiger, du bringst mich noch ins Grab. Oh, scheiße. Falsches Dingsbums. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Finger im Po. Da. So, jetzt kann das da laden. Laden! Ladekabel! Ist auch ein schönes Wort für Kohl zum Sagen. Ladekabel. Wer hat denn den Knilch schön beobachtet da, den. Scheiße, wie heißt er wieder? Das Wetter wie in Hamburg. Aber warm. Zwar keine Sonne, aber warm. Sonne kommt morgen wieder. Aber warm ist. Schön lecker, lecker warm. Weg. Jetzt befinden wir uns auf der High Street übrigens. Die High Street geht ganz durch Columbus durch. Also auch Scheißgegenden und so. Aber eben auch durch schöne Gegenden, wie hier. Kommt bei mir aber das Assi- und Arbeiterherz durch. Ich mag die Scheißgegenden besser. Welche Sprache spricht ihr in den... Was? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Na, schicker Helm, Papa. Hast du auch einen Fallschirm mit? Ach ja. Wie schnell darf ich ja? Wie schnell fahre ich denn? 40? Nee. 35, da. 35 ist Stadt, also ne, Geschwindigkeit, das ist so ungefähr wie 60, nee, doch. 40, warte mal. 55 in der Stadt, also 55 Kilometer pro Stunde darf man in der Stadt fahren. Ist das, stimmt das? 30. Ungefähr so hat. Man muss ja immer mal 1,6 rechnen. Wenn also hier 35 Meilen die Stunde sagt, mal 1,6, dann hast du Kilometer. Kilometer! So, jetzt kommen wir dann rein nach Victorian Village. Quatsch. Clintonville. Glück auf, Lulli, was geht? Ich habe es leider länger arbeiten müssen. Ich habe gedacht, alles geht schneller heute, aber das hat nicht geklappt. Ohio, the Buckeye State. Yo, Schalke ist wieder da. Absolut.
Was hat er denn da? Der hat so ein komisches Gestänge am Alde. Ach nee, die Tür ist auf. Nee, ist ein Gestänge. Irgendwas zum Dranschräuben. Schräuben. Schräubst du? Ja, ich schräub, Mann. Ah, lecker. Also irgendwie, ich glaube, ich höre auch diese Monster-Dinger zu trinken. Denn irgendwie schmecken die scheiße. Die schmecken immer beschissener. Voll chemisch. Rathbone. Hello, I'm Mr. Rathbone. Ob es hier irgendwas Interessantes gibt, aber eigentlich nicht. Tut mir leid. Das ist natürlich, umso schöner es aussieht, desto langweiliger ist es. Denn der typische Amerikaner, so Familienmensch und so, die wollen halt Ruhe und ja, ist halt langweilig. Hier ist ein Flaggenladen, da müsst ihr mal rein. Vielleicht könnt ihr mir eine schöne Schalke-Fahne nähen. Schwerem Stoff. Hast du gerade Stoff gesagt? Ich habe Stoff gesagt. Diamonds, Pearls and Jade. 614 ist hier. Das gehört einem Kollegen von einem Freund von mir. Und seine Frau, die ist mega ätzend. Naja, was soll's. Wer frisst denn Faux? Das ist ja irgendwie Brühe ohne Geschmack. Wo sind die Thymian-Vorläufer oder gibt es was? Verkäufer oder gibt es Stores? Die Thymian-Verkäufer? Muss mir das was sagen? Ah ja, links Post Office, das grüne Gold. Stern des Südens, hi. Das grüne Gold ist Thymian oder was? Oder wie? Ach so, Oregano meinst du? Eine junge Dame in einem Jeep. Lukas meint den Coffeeshop. Ja, das muss, kann man sich medizinisch hier kaufen, mit Karte. Zum, aus Hobby darf man noch nicht. Da musst du rüber nach Michigan fahren. Da darfst du. Es stört aber auch keinen. Also hier, wenn du Weed haben willst, dann also kriegst du das doch überall. Entschuldigung. Ich habe gerülpst. Nicht, dass noch einer sagt, ich würde Excel kopieren. Und du machst Excel noch, ey. Rusty Bucket. Irgendjemand hat mir... Anni, moin. Irgendeiner hat mir gesagt, jetzt mittlerweile darf man Women auch nicht mehr catcallen. Also man darf dann nicht mehr sagen so, hey Baby, weil das ist schon, wie heißt das, Harassment? Oder was weiß ich, ist mir egal. Jetzt mache ich es aber extra. Obwohl, ich bin ja auch nicht so ein Ekling. Manche meinen das vielleicht, aber...
Hallo there, Baby. Oh ja, so eine schöne, so eine dicke mit pinken Haaren. Die mögen das besonders gern, wenn man hingeht. Hey, Kleine. Es Verzug so nirgendwo. Halleluja. Links ist Starbucks. Und vorne sieht man schon die Umrisse von Columbus, Ohio. Alte Zahnärzte auf Motorrädern haben wir hier auch. Einmal im Leben muss ich noch cool sein. Jetzt hole ich mir eine Harley und höre AC/DC. Du brauchst einen Supermarkt? Wieso? Für den Lottoschein. Aha. Ist es nicht eher diskriminierend für Babys, wenn man zu einer Frau Hey Baby sagt? Also nicht. Für mich sind die alle, die haben alle eine Waffe, fertig aus. Weißt du? Mois gönn willst, damit mich Eis essen gehen. Ah! Sexuelle Belästigung! Ja, das ist hier Clintonville. Das ist halt mehr so ein bisschen Hippie. Das heißt Hippie, also ein bisschen. Ja, Hier ist ein alter Plattenladen. Da kannst du dir die Michael Jackson Bad für $40 kaufen. Magical Druid, was ist das für ein Scheiß? Spirituelles Resource Center. Ach du Kacke. Da sind diese ganzen armen, hässlichen Idioten und kaufen sich Kräuterchen und meinen, sie wären Hexen. Ganz ehrlich gesagt, wenn sie wirkliche Hexen wären, wären sie nicht arm und hässlich. Normalerweise sollte man da nicht sagen, hässlich und so, ne? Aber Alter, ehrlich, also wenn du dir manche Leute anguckst, die da reingehen in diese Druidenläden, da musst, da sagst du doch auch, hör mal, also irgendwie scheint das aber nicht zu funktionieren, oder? Sieht aus wie Helga Feddersen mit 80, aber meint sie wie eine große Hexe. Nein, an unserem Aussehen verändern wir nichts. Das wäre ja dann schwarze Hexerei aufgrund der, die sammeln so einen Scheiß. Was sagt denn für einer? Oh, der ist auch ein bisschen daneben. So, jetzt sind wir dann schon North Campus. Campus. Da ist Mr. Spock auf der rechten Seite. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Upsala. Oh, da ist auch eine ganz harte Nuss. Wow, mehr Lametta konntest du an den Kopf auch nicht dranhängen, wa? Alter, ey. Gott, musst du Probleme haben. So. Hier gleich rechts ist mein favorisierter Army Store. Da werde ich dann witzige Bushcraft-Videos auf Englisch machen. Wollte ich immer machen, mache ich aber nie. Weiß ich auch nicht warum. Aber auf Englisch, weil von denen kriege ich die Sachen immer so praktisch, ja, fast geschenkt. Mit dem vorherigen Besitzer, sein vorheriger Partner, war ich sehr, sehr gut befreundet. Der ist leider an Kehlkopfkrebs gestorben. Hi.
Mir können sie sagen, was sie wollen, aber wenn ich eine schöne Frau sehe und, dann mache ich auch Komplimente. Natürlich keine Assi-Komplimente, so, ey, schicke Titten, sondern sowas natürlich nicht, ja. Aber ich lasse mir doch nicht verbieten, auch einer Frau mal eine Tür aufzuhalten oder sonst was. Wenn dann eine brüllt, sexist, dann sage ich, geh kacken, du Schlampe. Da bin ich halt so. Die meisten Frauen mögen es aber, wenn man sie ein bisschen hofiert. Ich sammle einen Scheiß. Übrigens sehe ich den Chat nicht. Das heißt, ich schon, aber ich kann nicht so drauf achten. Mike. Es fährt Zug irgendwo. Hahaha, ha, ha. Finger im Po. So, rechts. Gazuelas, mexikanisches Restaurant. Gazuela. Gazuela, Gazuela. Soll ich euch das Footballstadion zeigen? Kann ich natürlich nur von außen im Moment. Aber ich kann, die machen auch Führung, da könnte ich ja auch mal was machen. Ich glaube, die haben 120.000 Sitzplätze da. Ich bin der kleine Pumuckl. Guck mal, er hier mit dem T-Shirt. Mit dem Piraten-T-Shirt. Fällt ja auch nichts zu Hause. Naja. Ach ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den neuen Karren hier mag. Ich glaube, ich mag meinen alten TJ besser. Yeah, mich nervt es halt, wenn Leute alles auf die Goldwaage legen. Ist was passiert? Hat es wieder einer gemeckert, weil ich irgendwas Böses gesagt habe? Dann freut es mich. Ziel erreicht. Stream beendet. Schätzelein, leg's doch bitte nicht auf die Goldwaage. Goldwaage. Meinung zu Polter, ich kenne den nicht. Ich kann da erst meine Meinung zu abgeben, wenn ich die wenigstens... Ja gut, meine Erfahrung lehrt mich, 2, 3, 4 Mal möchte ich den schon ganz gerne erst spielen sehen, bevor ich dazu was sage. Ach scheiße, jetzt bin ich zu früh abgebogen. Ist auch egal. Bitte fahren Sie, ich möchte abbiegen. Bitte fahren Sie, ich möchte abbiegen. Hi. Bitte fahren Sie, ich möchte abbiegen. Geh mal einen Gun kaufen. Nein, das mache ich nicht. Ich habe genug Guns. Ich bin perfekt ausgerüstet. Ich brauche nicht noch mehr. Außerdem mögen die Leute das nicht, wenn man in Läden... Ich habe ein Video auf dem anderen Kanal. Nee, dazu war doch auf diesem Kanal. Ich weiß das gar nicht mehr. Da habe ich über Armslisten einen Gun gekauft. NHL Eishockey gucke ich manchmal, ja. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mich wahnsinnig für interessiere. Ich interessiere mich eigentlich überhaupt nicht für Sport. Außer Schalke. Hi-ho. Na, Mäuschen, bist du am Rennen? Oh, scheiße, rot. Und ich fahre einfach. Ja, da vorne ist jetzt das Footballstadion. Footy, Footy, Football. Wo die Ohio State University spielt. Und die machen also echt Tailgate. Dann ist schon morgens, also wenn die um 12 spielen, dann ist morgens um 8 schon, haben die Leute Zelte aufgebaut, also so Pavillons, und dann wird richtig gefeiert und gesoffen. Aber die bleiben friedlich, also relativ langweilig. Es fährt ein Zug nach Wilhelmshaven. Da kannst du im Abteil auch schlafen. Dann ziehe ich mir in meinen Baum noch eine. Oh scheiße, der Tour hört ganz so aus. Der Tour, die Tour, nicht der Tour. Tolle die Tour.
Was für ein Schwachsinn. Gott, sind die doof. Naja, dann detouren wir halt. Oh, guter Wendekreis. Die Karre hätte ich nicht gedacht. Hab ich auch noch nie ausprobiert. Oder mich lassen. Danke, Bruder. Danke, ich danke dir, Mann. Voll korrekter Typ, ja? Wo geht's hin? Das weiß keiner. Das ist ein Geheimnis. Tülülü. Peng, peng, peng. Tülülü. Peng, peng, peng. Ich fahre jetzt jedenfalls hier rein. Vielleicht kann man da was sehen. Nö, hier bin ich auch falsch, glaube ich. So, da ist das Stadion. Na, German Village in den Schiller Park. Warum soll ich denn da? Können wir auch mal machen. Habe ich jetzt zwar nicht so den Nerv zu, aber. Ja, hier kommen die ganzen Touris hin und sagen: Oh, Football! Sehr schön. Sehr, sehr schön. So schön. Footy, Footy, Football. Kann mir mein Helmchen aufsetzen, damit ich nicht Bauze mache? Weicheier. Auch hier kommen. Gehen wir mal raus. Es fährt Zug nach nirgendwo. Gramotz ist noch da. Das wär, irgendjemand ist Mitglied geworden. Da sage ich auch mal Danke. Ich kann es leider nicht so wirklich sehen. Boah, ist halt warm draußen. Puh. Ups. So, dann zeige ich euch das einfach mal. Man kann ja auch mal aussteigen. Man muss ja nicht immer so wie der Dicke einfach nur im Auto sitzen. Man kann ja auch mal was zusammen unternehmen. Einen Ausflug machen. Ne? Voll das Monster. Ja, sieh ja. So, hier haben wir dann erstmal, wo geht das hier? Achtung, nicht Kunst. Kunst. Ja, tut nicht weh. James Cleveland, Jesse Owens. James Cleveland Owens, Jesse Owens. Ja, der war hier an der Universität. Ach so, das ist ein Denkmal nur für Jesse Owens oder so. Track, bla bla bla, Track, ja. So, hier hat man das hier, den Eingang schön gemacht, damit man, also damit die Leute, damit die Welt denkt, hier gibt es irgendwelche Kultur. Siehst du hier, natürlich gibt es keine Kultur, das ist nur American Football und das ist lächerlich. Aber naja, sie mögen es halt. Hier ist ein Schild, da stehen dann Sachen drauf. Das haben die Amerikaner. Gate 5 Ticket Office, ODD Gates, Press Entrance, Huntington Club, West Campus Shuttle and St. John Arena. Die St. John Arena ist da hinten. Sieht ein bisschen aus wie, nee, das ist tatsächlich, das ist der Eingang zum Footballstadion. OSU. Hier in Ohio macht man dann, die Fans schreien dann, wie wir, Schalke, und dann Südkurve dann 04. Schreien die hier OH und die gegenüberliegende Seite IO. Und auch wenn man irgendwo hinfährt, mal selbst wenn du in Arizona bist und siehst einen Typen mit einem Ohio-Aufkleber, dann sagt mir eine, kannst du sicher sein, einer sagt OH und die anderen dann IO. Da haben wir Fensterbilder. Es ist irgendwie, erinnert es an eine Kirche, ne? Hier ist das O für OSU, Ohio, ne? Ohio State University. Und da, auch guck mal da, da kann man sogar ein Stückchen sehen. Kuckuck. Da. Da rennen dann die ganzen Helmchenträger rum und klauen sich die Pille. Tja, so ist das. These panels are made possible, but possible? Ach so, are made possible by a generous gift from the Motorist Insurance Group.
Aha. Also die Motoristenversicherungsgruppe hat diese Dinger, die das Glas gespendet. Irgendein Penner muss aber auch immer seinen Namen überall draufballern. Da guck mal, da auch schön, ne? Fensterbilder. Wer will, kann das dann lesen später, auf Standbild machen. Ich habe keinen Bock dazu. Sie ist richtig begeistert. Ich eigentlich auch. Es ist aber mein Job, als Fußballfan ist es nun mal mein Job, mich über American Football lustig zu machen. Hier ist Parkplatz, der geht ums ganze Stadion rum natürlich. Und da, wie gesagt, da geht es an das Tailgate. Da sind dann hier überall Tradition, echt jetzt. Also die haben Tradition, das kann man schon sagen. So ein großes Stadion für Schülermannschaft, hab keine Ahnung, sorry. Es ist so. Warte mal. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wo kann ich mich denn hier nochmal hinsetzen? Verdammt, das soll ich nochmal hier sitzen. Ich bin doch hier nicht zum Sport. Ich guck gleich im Penner und sag mir, ich darf ja nicht rauchen. Oder es kommt einer und sagt, du kannst ja nicht rauchen. Dann sag ich, wieso? Weil du keine Zigaretten hast. Dann sag ich, doch, hab ich. Ups. Das Papier nehme ich mit. Also, ich erkläre euch das. Es gibt die NFL, die National Football League. Die, so wie in England jeder Verein, so wie man es auch in Deutschland vorhat, so wie in Italien 60 und in Spanien 80% der Vereine, glaube ich ist das, sind halt eben nicht in der Hand von Fans, sondern von Firmen oder Privatbesitzern. Damit ist es kein Verein und ist die ganze Fankacke natürlich eigentlich auch irgendwo sinnlos. Deswegen weiß ich nicht, warum Leute Fans von englischen Vereinen sind. Aber naja. Jetzt ist es aber so, dass die Colleges in den USA auch Sportmannschaften haben. Und diese Colleges, die haben natürlich Tradition. Die gibt es ja schon seit was weiß ich wie lange. Ich glaube, OSU gibt es seit 1875, kurz nach dem Krieg. Nach dem Bürgerkrieg oder was weiß ich, keine Ahnung, wurde das halt, naja, gut. Und deswegen, die haben halt angeschlossene Sportmannschaften. Und dadurch finanzieren sich Colleges auch sehr, sehr, sehr gut. Also die verdienen schon gutes Geld dadurch. Das heißt, sehr viele Menschen sind eigentlich viel mehr interessiert in College-Sport als in Profisport. Hört irgendjemand zu? Bin ich überhaupt online? Ich kriege keine Chat-Nachrichten mehr, ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo? Alles klar, gut. Nein, es sind überhaupt keine Nachrichten mehr reingekommen. Ich war jetzt bloß nicht. Okay, findet ihr das interessant? Also wie gesagt. Hi Leni. Und immer gut. Immer. Und Moflash. Hi. Schalker Glubberer, moin. Alles klar, alles klar. Ist gut. Ist ja okay. Ich wollte nur wissen, ob. Es kann ja auch passieren, dass der Stream mal abreißt. Ja, jedenfalls hier. Sind die da sehr stolz drauf, ja, und Football war halt eben so mit einer der ersten Sportarten, die man direkt dann mit dem College verbunden hat. Es gibt also auch, deswegen gibt es ja auch College-Stipendien, da kommen dann Studenten, die sind vielleicht nicht sonderlich schlau, aber haben halt eben, ich kann aber lernen, bin nur am Kochen, achso, bist noch online, danke euch, danke Basti, Wolfgang Duda, hi, also sind die damit sehr eng verbunden und man kriegt halt eben auch jetzt in der Highschool zum Beispiel ist dann jemand, der ist halt eben nicht so ganz der Helle, ist aber mega gut in Football. Der kann dann eben Stipendien kriegen, muss dann hier auch Standardkurse belegen, muss die auch bestehen, aber dem natürlich wird denen auch geholfen. Ne? Also klar, bis vor kurzem durften die keinerlei Einnahmen haben durch den Sport, also hat die Einzigen, die das Geld bekommen haben,
die Einnahmen durch den Sport, ist halt das College. Die College-Studenten, die im College-Sport aktiv sind, dürfen nicht mal ein Tattoo für lau kriegen oder so. Ja, kriegen sofort Ärger. Gab es ja auch einige Trainer, die deswegen entlassen wurden und Spieler, die halt gehen mussten. Aber das hat man jetzt geändert und deswegen sieht man auch immer mehr geschmacklose, teure Autos rumfahren, weil mittlerweile die Sportler werden dann nicht von der Universität bezahlt, dürfen aber Werbeverträge annehmen. Und da der College-Sport soweit ich mitbekommen habe, ist der College-Sport mehr angesagt und hat mehr Herzblut, logisch, durch die Tradition, als der professionelle Sport. Und da siehst du hier Leute mit, wie gesagt, das ist diese eine dicke Lamborghini, $850,000, beklebt mit Marvel Comicfiguren. Da weiß man schon, wo die Person herkommt. Entweder so ein weißer Typ aus Appalachia, aber na, ist ja egal, wenn es den Spaß macht. Jedenfalls dürfen die dann halt jetzt Geld verdienen. Aber das nur, um mal zu beschreiben, wie die sich heute schon die gelben Säcke abgeholt. Was ist los? Mensch, wir haben hier gerade Stunde. Geld habe ich dir übersandt für Lotto. Hast du? Ich sehe hier nichts. Wo kann ich denn mal sehen? Top-Chat, Live-Chat. Du hast mir Geld übersandt. Dann danke ich schön, Fußballwissen. $6, ich danke dir. Ich sehe es leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich mir das anzeigen. Ich bin über YouTube direkt drin, nicht über OBS. Deswegen kriege ich nichts angezeigt. Verzeiht es mir bitte. Ich bin natürlich dankbar für jede Spende, für jedes Lottogeld. Ja. Eigentlich macht mir das viel mehr Spaß, als im Büro zu sitzen. Mir macht das viel mehr Spaß, so rumzugehen und Sachen zu zeigen. Ist schon, macht Bock, ne? Also mir jedenfalls. Hängt nur Paff und nicht rauchen. Hast wohl nichts gelernt vom Dicken? Ja. Ich glaube 120.000. Kann aber auch Schwachsinn sein. Ich guck mal, ob ich ein Schild finde. Wir gucken mal zusammen. Uff. Oh, da sind alle möglichen Schilder. Ich drehe mal um. Ist aber ganz schön am Wackeln, das Bild. Also Apple hat ja hervorragende Bilder, Qualität, aber das Gewackel sollte man schon mal irgendwie. For Strength for Ohio. Achso, das ist Jesse Owens Plaza. Das steht hier nirgends. Excuse me? Yes. Do you guys know how many people can sit in that stadium? I think 200,000 plus. 200,000? Or maybe a little less than that. Wow. Okay. I know, like, during the football season, like, the crowd will be so loud it'll, like, cause a low-level earthquake. Yeah. Crazy. That's crazy. Like a 5 on the Richter scale last year. Really? Yeah. Wow. Awesome. Cool. Thanks. Yeah, no problem, man. Also die Leute sollen so laut sein. Warte mal, ich gehe mal eben ein Stück weiter, falls er Deutsch kann. Also 200.000 passen hier mit Sicherheit. Da ist ein Vogel. 200.000 Meter passen aber nicht. Ich meine, es sind 120.000 und wenn die alle hier drin sind und Rabatz machen, soll man das messen können auf einer Richterskala. Was hat er gesagt? Level 5 Erdbeben. Ich glaube, der war nicht so ganz. Ja, naja, er hat es gut gemeint. Vicky sagt Plätze. Ah, das ist ein Moflash. Danke. 104.944. Sauber, danke schön. Excuse me, I'm from Dattel. Claudia.
Siehst du, ihr seid da ruckzuck, ihr seid am Computer schon 105.000, alles da, 105.000. Da war ich auf jeden Fall mit 120.000 näher dran als er mit 200.000 oder ein bisschen weniger. Obwohl, er hat ja nicht gelogen, er hat ein bisschen weniger. Ein bisschen ist dann Auslegungssache. In etwa so laut wie Ogas Brüllheulen. Ja, genau. Dann sieht man hier, scheiße, ich weiß jetzt auch nicht, da könnt ihr natürlich, ich glaube, das weiße Gebäude ist, erinnert mich ein bisschen an Düsseldorf, an den neuen Hafen. Jetzt kommt wahrscheinlich einer, das hier auf der Wiese laufen. Also im Land der Freiheit darf man eigentlich fast gar nichts. Aber naja, ich mach's halt trotzdem, denn ich bin ein Rebell. Ja, Parkhaus, alles Mögliche. Hier hinter werden riesige Krankenhäuser gebaut, alles Uni-Krankenhäuser. Ich glaube, es ist eine der größten Universitäten in den USA. Ich, wenn nicht sogar die zweitgrößte, bin jetzt aber nicht ganz sicher. Und da in dem grünen, in dem verglasten, grünlichen, türkis, was weiß ich, was Gebäude, arbeitet mein... Lässt er Twitch-Bitch gleichzeitig laufen? Nö, oder? Nö. Ich glaube, es macht Sinn, ein Krankenhaus neben einem Stadion zu bauen. Zu hauen, ja. Hauen kannst du auch sagen, Tia. Geht schon. Wenn das Ding ausverkauft, kriegen Respekt. Kriegen die immer. Und zwar für horrende Preise. Da will ich euch aber auch nichts Falsches sagen. Guckt einfach mal nach. Ticketpreise oder so. Es ist absoluter Hammer. Parkener. Ja, hier mein neues Auto. Yay! Hab sogar noch den... das Händlerding ab. An. Dran. Aber eventuell behalte ich den. Ich weiß es nicht. Der ist mir zu... 105.000 und keine Stimmung, die sollen mal auf Schalke kommen. Nein, die haben schon Stimmung, ne? Aber wie er gerade meinte, dass man... oh, das ist ein schönes Bild eigentlich. Und uneigentlich auch. Ha. Kann ich denn jetzt hier praktisch... Sollte den Kacktempel in ein Fußballstadion verwandeln, diese Amis. Coole Karre, sagt der Felix. Danke. Grüß dich, Felix. Und hi, Franco. Ja, so schön ist der, aber weißt du was? Für mich... Der hat keine Fehler. Ich bin ja froh, dass ich den gefunden habe, denn das ist der Hard Rock. Also es... Rubicon Hard Rock von 2016, hat aber nur 20.000 Meilen. Hammer Sound, alles geil, aber mein TJ, irgendwie mag ich den lieber. Jetzt hast du uns reingezoomt. Hä? Moment, Moment, Moment. Sieht man wieder was? Meine Augen, Mensch. Jetzt wieder gut? Fuck. Puh, ist warm. Boah, ist das warm, Alter. Das war, ich überlege, ob ich mal eben meine Kamera raushole und davon ein vernünftiges Bild mache. Auch mal liken, Leute. Yo, Etche, recht hast du. Sehr gerne mal liken. Alle mal liken. Alle mal liken. Das wäre schön. Auch wenn es heute in etwas... Wie findet ihr das Format? Ist es auch mal interessant, sowas zu machen oder einfach besser
besser im Studio zu sitzen. Im Streaming-Zimmer. Stream. Alle immer liken. Och, ich liebe das. Ich liebe das. Lustig und lehrreich. Na, besser geht's ja nicht. 100 Sachen 80 wäre nice. Weißt du was? Vielleicht sollte ich mal sowas machen. Rumfahren und das nennen wir dann einfach 100 Sachen 80. Nein, der Teufel. Ja, sicher. Die Band heißt... Trinity. Scheiße, ist verkehrt rum, ne? Driften auf dem Parkplatz. Das möchte ich nicht. Threnody. Die Platte heißt Ride of Flash. Wurde aufgenommen. Weiß ich nicht. Mann! Als Rich noch in der Highschool war. Nein, die habe ich umsonst bekommen vom Rich. Die haben sie jetzt nochmal neu aufgenommen. Das ist lange, lange her. Die haben sie jetzt neu, also re-released, ne? Oder so, wie man sowas nennt. Weg damit, das macht mich depressiv. Bitte? Das ist doch nicht depressiv, das ist wunderschöner Rock'n'Roll, ist das. Das ist zwar nicht so gut wie Sodom, aber gar nichts ist so gut wie Sodom. Sodom! Der gute Dom Angel Reaper. Die alte Pflaume! Achso, ich mach mal hier. Obdachloser in Fort Blue war zwar spektakulär, aber dafür war du in dem Auto nicht wohnen. Achso. Essen in den USA. Okay. Nebenan ist dieses Jesse Owens Memorial Stadium. Ja, hier sind einige. Hier ist auch noch ein Fußballplatz, der ist aber nicht nennenswert. Das ist eher so für. Denn da interessieren sich dann doch nicht für. Also jetzt hier College Fußball gibt's zwar. Aber das hat so gut wie gar keinen Stellenwert. Ach, wie komme ich nie wieder raus? Guck mal lieber die Möhrchen. Guck mal lieber die Möhrchen. Guck mal lieber die Möhrchen. Mein Gott, diese Kack-Elektroroller, die gehen mir auch auf den Sack, ey. Und die Spacken fahren dann wieder auf der Straße rum. Dann sollen die doch... Ach, ja, was soll's. Was soll's? Ich weiß es doch auch nicht. Hör mal. Ja? Ich weiß es doch auch nicht. Okay. Du mal lieber die Märchen. So. Jetzt erstmal wieder raus aus dem Gang. Ist relativ gar nichts los. Ach so, sind Sommer. Sind ja nur die da, die extra Stunden, Überstunden machen. Überlernen, Überstunden lernen. Was weiß ich. Guck mal, sie da auch etwas. Sitzt etwas niedrig. Oder hat einen Sattel vergessen. Ach ja. Das Schöne ist, wenn man aus dem Ruhrpott kommt, da darf man so Witze auch machen. Da gehört dazu Kultur. Ist klar. Kack Monday. Tiny lies, tiny sweet little lies. Ja, hier links, da ist auch mal Bühne aufgebaut im Sommer. Da ist immer 3 Tage Country Festival. Da gehe ich dann meistens hin. Da bin ich dann auch. Quick. Ja. Grün! Visitor Parking. Paco Rabanne. Läuft mit grüner Welle. Panera Bread. Auch so eine Kette. Die sind aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Muss ich mal sagen. Hier rechts war früher ein Hotel, die hatten richtig geiles Brunch.
Hallo Jeep, Mann. Ist jetzt aber auch alles umgebaut worden für Studenten zum Wohnen. Die ganzen arbeitslosen Studenten, ne? Da brauchen wir ja Platz für. Hier ist Schottenstein. Das ist dann Schottenstein Center. Was ist das? Kingdom. Ach Scheiße, ist das so irgendwelche Bekloppten? Schottenstein Center. Kingdom. New Kids on the Block. Mixtape Tour. Oh, New Kids on the Block. Die brauchen wieder Geld. Jedenfalls sind hier waren auch hier, was weiß ich, wie heißen sie denn alle? Elton John und was weiß ich, spielen halt da. Cher. Aber es kommt auch, die spielen allerdings in der Eishockeyhalle. Iron Maiden, da freue ich mich schon drauf. Obwohl, ich weiß noch nicht, ob ich mich drauf freue, weil ich noch nicht weiß, ob ich hingehe. Weil die guten Tickets alle weg sind, weil ich gepennt habe. Ich Depp. Ich fuhr so am Pennen dran und die so, ey, Iron Maiden spielt, bumm, ausverkauft. Und ich so, gucke. Iron Maiden, geil. Ja. Ist das nicht eine 80s Boyband, 80er Jahre Boyband? Ja. New Kids on the Block, ganz übel. Das waren doch die ersten, ne? So Take That und so kam danach, oder? Ich bin jetzt da nicht so bewandert in dem Thema, muss ich gestehen. Obwohl, die erste Boyband waren ja die Beatles. She loves me, yeah, yeah, yeah. Straßenarbeit. Andi, süßester von allen. Och, Claudia, da danke ich dir aber ganz herzlich. Ich fahre mit dem Golfkart am ATV, nicht Golfkart. Entschuldigung, William, was ist denn hier los? Wie soll ich denn jetzt? Ach, das gibt's ja nicht. Lord Helmchen. Ich bin der kleine Lord Helmchen. Wie steht er denn da? Mit Zeit hat da einer mal was sagt. Boah, wenn ich so am Bau arbeiten würde bei der Hitze, ich würde doch nicht so einen langen Bart haben. Das muss doch jucken und schwitzen und was weiß ich nicht alle. Also ich meine, jetzt auch wenn du Hobby-Weihnachtsmann bist, aber boah, ne. Ich hätte ja keinen Bock drauf. Also nicht mit so einem Bart. Mach's gut, später Lottoschein. Bis später. Alles klar, Fußballwissen. Ich danke dir. Stell mal vor, ich würde mit dem Lottoschein dann gewinnen. Da muss ich Fußball wissen, aber die Hälfte abgeben. Die Autos waren echt gewöhnungsbedürftig. Die Autos? Wieso sind die so sehr anders? Mittlerweile gibt es doch den ganzen Krampf auch in Deutschland, oder? Dann wäre meine Frau. Ist aber nicht. Polizei! Ich habe nichts getan. Fine Line Auto Body. Ja.
Scooby-Dooby-Doo, ich mach Bubu, was machst du? Ich muss abbiegen, hallo, nicht daran, nicht, lassen Sie mich, Herr Dulek. Dull. Alter, drei weiße Porsche, was ist denn hier los? Ein Panamera oder wie der heißt, ein Hausfrauen-Porsche und ein 911er. Ups, und alle weiß. Ist billiger weiß, ne? So, jetzt sind wir gleich an der Bar. Und das ist gut so. Für Sulut. Entschuldigung. Ford Ranger, Alter, ist das Teil klein. Wenn der Dicke da drin sitzt, dann ist das Teil doch voll, ey. Also der ist generell ist der jetzt nicht klein, aber für das, wofür Rainer ihn oder wie Rainer ihn immer beschrieben hat, ist er doch relativ klein. Na, was willst du machen? Ist halt Rainer. So. Ranger ist eine vollwertige Wohnung. Du magst Rainer, oder? Mit AI bitte ein bisschen Respekt. An Rainer ist noch was ganz anderes klein. Das ist richtig. Aber komm, aus dem Alter sind wir raus. Darüber machen wir uns nicht, lustig, oder? Jacqueline, hast du umgestellt? Oh, ja, Jacqueline hat umgestellt. Hi. Ja. So, dann haben wir sogar ein bisschen mehr, heute mal ein bisschen länger gemacht. Ist doch schön. Meinung zum Polter-Transfer. Ich finde den gut. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne den nicht. Aber von dem, was ich höre, könnte passen, ne? 30 ist er, ne? Also so der totale junge, heißblütige Mega ist es jetzt nicht mehr. Aber mal gucken. Die meisten Sachen, die Rainer beschreibt, sind relativ klein. Seine IQ-Punkte. Schalke. Sag mal, Schalke. Guck mal, Königsblau TV. Kesti hat gerade einen rausgehauen. Welcher Leihspieler nicht zurückkehrt? Ja, wahrscheinlich Kabak, ne? Bis die Bahn noch immer nicht. Die sind immer noch mit ihren bescheuerten, Anwälten. Ja, und der Contract, also der Kaufvertrag und hier und da, es ist so nervig. Sehr gerne. Danke fürs Zugucken, MoFlash. Viel Spaß bei mit Schwoll auf die Nudel. Der kann gleich bei euch bleiben. Die Luftpumpe ist bei uns. Wer er? Es gibt einen GE-Polter. Okay. Gut. So, dann gehe ich jetzt rein und mach dann muss die Bilder bearbeiten, die ich gemacht habe von dem Gebäude. Und dann muss ich gucken, was ich mache. Weiß ich nicht. Ich weiß genau, was passiert. Ich gehe erstmal rein, Elden Ring ist schon an. Und ich zocke erstmal wieder. Und dann gucke ich auf die Uhr, das war mal 2 Stunden später. Was soll ich machen? Gott sei Dank gibt es ja heutzutage für alles eine Entschuldigung. Sag ich dann halt, ich habe ADHS oder so Scheiß. Keine Ahnung. Ja, bis später, ne? Aufpassen beim Rausgehen. Werde ich machen. Wenn wir Meister werden, gehe ich duschen. Oh Gott, bitte, mach's vorher.
Alles klar. Okay, ich danke euch für alle, die irgendwas gespendet haben, was ich nicht sehe, sage ich auch danke. Für die Mitglieder geworden sind und innen sage ich auch danke. Und ich sage jetzt auf Wiedersehen. Es war sehr schön. Ich muss jetzt leider arbeiten gehen.